Hallo und danke fürs Reinklicken zu einem weiteren Halloween Lootbox Opening. Ich habe mir in der Zwischenzeit wieder ein paar Boxen zusammengespielt und da wollen wir jetzt mal gucken, ob was Hübsches für uns dabei ist. So, wir fangen mit dieser ersten wundervollen Box an. Ich hoffe nach wie vor auf einen ultra coolen Halloween Skin. Vielleicht ist mir bei den Boxen, die jetzt noch kommen, einer vergönnt. In diesem Sinne, Daumen drücken. Trommelwirbel und öffnen. Ein Spieler-Icon, welches ich schon habe, weswegen ich 15 Credits bekomme. Aber nicht, dass es mir trotzdem nochmal gezeigt wird. Und das habe ich auch schon ausgerüstet. Von daher passiert irgendwas, wenn ich das nochmal wieder. Nö. Die Credits helfen aber natürlich bei weiteren Einkäufen. Dann haben wir einen Spruch bekommen. Rocket Jump klingt gefährlich. Cool. Ich spiele den nochmal ohne mein Gelaber ab. Rocket Jump klingt gefährlich. Jo, den rüsten wir direkt einmal aus. Da ist tatsächlich ein Halloween-Skin gekommen. Für den lieben Hanzo, der Dämon-Skin. Sehr, sehr cool. Kommt für meinen Geschmack natürlich noch nicht an meinen absoluten Favorites Reaper oder Mercy ran, aber es ist nichtsdestotrotz schon richtig nice. Da müsste ich ja jetzt nur noch in der Lage sein, mit Hanzo ein bisschen besser umzugehen. Den Style verpassen wir ihm trotzdem schon mal. Und dann haben wir noch ein Spray für Zarya. Oder wie auch immer man sie ausspricht. Ganz nice. Die habe ich, glaube ich, aus dem Training auch noch nie gespielt. Wir verpassen ihr das Teil trotzdem. Und ja, fett. Rocket Jump klingt gefährlich. Das war so nicht geplant. Eigentlich wollte ich hier noch mal ein bisschen draufklicken und das ein wenig genießen. Ist schon extrem geschmeidig. Da werdet ihr mich wohl demnächst einmal mit Hanzo üben sehen. In diesem Sinne werde ich jetzt mal versuchen, noch ein bisschen weiter in ein paar Lootboxen zu arbeiten, damit ich euch natürlich noch weitere Openings zeigen kann. Zwei sind noch in petto, aber vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen was dazu in der Zwischenzeit. Soweit erst einmal danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!